Hallo, da bin ich wieder. Ich habe meine Hose zusammengenäht und vorher noch mal kurz mit meinem Schatz gesprochen. Den schwarzen Jeansstoff gibt es bei uns im Shop wieder oder noch. Ich weiß nicht, vielleicht manchmal, wenn man den Cache nicht löscht oder auch die Seite nicht erneuert, dann manchmal wird das vielleicht nicht angezeigt, aber auf jeden Fall, es haben zwar schon einige schon wieder den schwarzen Jeansstoff Super Stretch Jeans gekauft, aber er ist auch auf jeden Fall noch mal im Shop. Also reinschauen. Ich habe jetzt die Hose zusammengenäht, wirklich nur die Nähte zusammengenäht. Die Hose sitzt so super gut. Und ich weiß, viele haben ein bisschen Angst davor, sich selber Hosenschnitte oder Hosen zu nähen oder Hosenschnittmuster zu machen oder sowas. Aber wirklich, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und wenn ihr unsere Kurse habt, wir haben ja da unsere Hilfegruppen. Und wenn ihr so einen Stoff habt wie den hier, dann könnt ihr eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Ich zeige es euch jetzt. Ich hoffe, ihr könnt das mit dem schwarzen Stoff gut sehen. Guten Morgen, hallo Anja, hi. So, das ist die fertig zusammengenähte Hose. Wir haben ja gesagt, wir wollen die im Bootcut machen. Die sitzt halt einfach echt mega. Ich hoffe, ihr könnt das hier mit dem Licht gut sehen. Die habe ich unten jetzt in der Bootcut-Weite gemacht. Perfekt. Also man sieht ja auch allein schon dadurch, also die formt einfach toll. Die ist super schön elastisch. Die ja, Schrittkurve super hinten auch. Das sieht alles gut aus. Und jetzt habe ich die natürlich ein bisschen höher geschnitten. So, und da kann ich gleich einfach, hier ist noch das, was ich. So, hier ist noch, kann ich das jetzt so runterkrempeln, kann ein Gummiband einziehen oder kann natürlich mir auch einen festen Bund machen oder wie auch immer ich das jetzt machen möchte. Ja, und obwohl die jetzt, es sieht ja jetzt schon so aus, als ob die sehr eng ist. Sie ist auch eng, sie liegt ja auch eng an, das sollte sie ja auch, das wollten wir oder ich wollte das zumindest. Und wenn ich die jetzt ziehe, kann ich die aber trotzdem hier noch ziehen. Also das ist einfach wirklich ein Megastoff. Der ist elastisch, der ist fest, der ist trotzdem auch noch irgendwie weich und der trägt sich einfach echt mega. So, genau so soll meine aussehen. Ja, hau rein. So, ich will euch noch mal eben kurz zeigen, wie ich den Bund jetzt hier gemacht habe. Ich habe ja gerade schon einiges erzählt zur Hose mit einem elastischen Bund. Diesen Stoff hier kann man auch einfach verwenden, um den oben als Bündchen zu benutzen. Ihr seht ja hier auch bei mir oben, also ich habe den hier hinten auch schon, das rutscht mir jetzt natürlich ein bisschen, weil ich noch keinen Bund dran habe, aber ich habe den hinten ja auch schon hier hinten hier die Weite rausgenommen beim Zuschnitt. Das heißt, der liegt wirklich körpernah an. Also wirklich toll. Und da kann ich jetzt einfach auch aus diesem Stoff, weil der so mega elastisch und auch weich ist, einfach auch ein Bündchen arbeiten. Ich habe mir auf dem VIP-Treffen eine Hose aus dem Stoff genäht und sie sitzt super und ist total bequem. Wirklich, ist wirklich so. So, hier seht ihr jetzt, hier habe ich jetzt so ein breites Gummiband drin, innen drin. Das ist wirklich so breit. Und das habe ich hier oben, das ist genau dieser Stoff hier. Das habe ich hier oben einmal festgesteppt mit einem Zierstich. Und unten nach unten hin, das mache ich auch immer, wenn ich solche Bündchen oder sowas mache. Ich steppe das nach unten hin hier fest, damit mir das nicht aufträgt irgendwie an der Hüfte oder an dem Hüftknochen. Und ja, so sieht der Stoff dann aus, wenn er ein paar Mal gewaschen wurde. Der kriegt dann ja auch sozusagen diesen Used-Look. Und dann kann man natürlich, ich habe auch noch eine mit so braunem Garn, die habe ich tatsächlich hier vorne so eine Art Reißverschluss angesteppt. Meistens trage ich ja nichts irgendwie, was so bauchfrei ist oder irgendwie sowas. Aber wenn ich dann noch mal ein Pullover oder irgendwas trage, was nur bis hier so geht, und dann sieht das hier so aus, als ob da trotzdem ein Reißverschluss drin ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und dann gibt es ja noch so diese Jeans-typischen Absteppungen, Doppelsteppungen und solche Sachen. Man kann auch einfach eine Fake-Tasche vorne drauf nähen. So, hier auch so doppelt abgesteppt. Sieht alles ziemlich cool aus. Hier habe ich an dieser Hose hinten auch noch so eine Absteppung, die geht so quer über den Hintern. Einmal so. So ein bisschen im Sporthosen-Look. Und formt tatsächlich optisch den Hintern noch so ein bisschen mit. Finde ich eine ganz coole Idee. Kann man bestimmt auch so mit einer Doppelsteppung machen. Und hier, für alle, die so eine Jeans haben wollen mit Sattel, das habe ich hier auch einfach. Das sieht jetzt vielleicht komisch aus, wenn ich das einfach nur so hinhalte. Aber wenn ich die Hose anhabe, dann sieht das echt cool aus. Und dann kann man wirklich, man kann auch hier einfach so einen Sattel rausschneiden. Also wenn ihr so einen fertigen Hosenschnitt jetzt hier habt oder euch so einen Hosenschnitt gemacht, ihr könnt einfach hier so einen Fake-Sattel auch mit einer Doppelstecknadel reinsetzen. Oder ihr könnt natürlich auch einfach dies, wenn ihr jetzt eine Hose habt, mit der ihr erstmal ausprobiert, könnt ihr einfach hier euch das aufmalen, wo der Sattel sitzen soll. Das könnt ihr rausschneiden und das Stück dann wieder als Schablone nehmen für halt einen richtigen Sattel. Also Sattel nennt man hier dieses spitze, zulaufende Ding, was viele Hosen haben.
Geil, oder? Also ich bin total begeistert. Ich liebe auch die Länge von den Beinen und ja, ich habe ja immer Probleme, Hosen zu kriegen, die mir lang genug sind. Schade, schade, schade. Aber dafür kann ich ja meine eigenen Hosen nähen und ich hoffe, dass ihr jetzt auch bald ganz, ganz viele coole Hosen selber näht. Und habe ja auch schon ein paar coole Umsetzungen direkt am ersten Tag mit dem Live-Video gesehen. Das war hammer cool. Hallo, liebe Svenja. Hier wird bei einer Männerhose die Schrittlänge genauso gemessen wie bei Frauen. Also man sieht ja mittlerweile viele Männer, die auch die Hose etwas höher im Schritt tragen. Trotzdem haben die das hier vorne in diesem Bereich hier, also am Schambeinhügel, nicht so eng wie wir. Das ist trotzdem immer noch ein bisschen weiter gestaltet, dass da ein bisschen mehr Platz ist. Das heißt, die Hosen bei Männern, die enden meistens im Schritt hier. Und da muss man auch von der Schrittkurve her ein bisschen mehr Platz geben. Die ist trotzdem auch rund gestaltet, aber ihr müsst mal, schaut euch mal bei Männern wirklich das an, wie das im Schritt aussieht. Die Schrittkurve ist auch ziemlich rund gestaltet und hat halt einfach, die ganze Hose sitzt ein bisschen weiter unten. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste hier jetzt noch irgendein Körperteil mit rein. Die Hosen sitzen dann bei denen meistens so, selbst wenn sie eng sitzen. Ne? Die haben auch ungefähr diese Schrittkurve. Und wenn ihr jetzt guckt, hier ist ja jetzt ziemlich viel Platz noch. Die tragen das dann halt eher so ein bisschen weiter nach unten. Aber mit solchen Stoffen hier, so sieht das dann bei denen meistens aus. Ne? Ist auch eng, so, aber die haben halt hier noch ein bisschen Platz unten drunter und tragen das dann eher meistens so hier in diesem Bereich, Hüftbereich, hinten. Man sieht dann auch trotzdem, das ist zwar eng anliegend, aber man sieht auch, das geht hier halt so am Hintern so schräg runter. Das ist nicht wie bei uns Frauen. Bei uns Frauen ist es ja so richtig schön so, hinten hoch am Hintern. Das ist bei den Jungs halt meistens nicht. Ne? Die haben das halt ein bisschen weiter runter, eben weil sie da mehr Platz brauchen, verständlicherweise. Aber solche Stoffe eignen sich auch super für enge Hosenschnitte für Männer. Wie machst du das auf der Innenseite mit der Steppnaht? Ja. Hier mache ich jetzt wahrscheinlich keine Steppnaht mehr drauf. Aber wenn ich auf der Innenseite eine Steppnaht mache, habe ich ja vorhin schon erklärt, dann nähe ich erst nur das Innenbein zusammen an beiden Hosen und steppe dann das ab. Und wenn ich jetzt hier noch eine Innenbeinnaht steppen würde, würde ich von oben und von unten versuchen, da reinzusteppen. Da hilft es dann meistens, wenn die Maschine einen Freiarm hat. Meistens schlabbert der Po immer. Bei den Jungs, ja, der ist halt auch selbst bei engen Hosen, sowas müsst ihr mal drauf achten. Ich glaube, wenn ihr jetzt so ein bisschen ins Hosennähen kommt und so ein bisschen selber auch mal schaut, wie sollen Hosen eigentlich sitzen und sowas, dann wird euch erstens auffallen, wie viele Hosen tatsächlich einfach schrecklich sitzen. Und bei den Jungs wird euch einfach auffallen, dass selbst wenn, man sieht das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht, weil man auch vielleicht nicht drauf achtet, aber wenn ihr dann mal schaut, das ist eigentlich wirklich, das sitzt nicht so hochgezogen, die Hosen bei den Jungs wie bei uns. Oft zumindest nicht. Außer Radler. Radler tragen Leggings. Und bei Radlerhosen, bei Jungs, das ist zwar auch alles schön elastisch, aber da ist dann, ja, die tragen dann ja auch meistens auch so sportlich enge Schlübbis. Und da ist dann das Ganze halt einfach so als Hubbel nach außen abgebildet. Aber die ziehen das auch richtig schön hoch, weil die müssen natürlich mit dem Hintern und mit dem Schritt auch auf dem Sattel sitzen und haben dann oft auch noch so diese Po-Polster in den Hosen und tragen dann das alles eher so nach vorne und tragen dann halt auch schon wirklich enge Hosen. So, bei Männern schlabbert der Po immer, ja. Ja, was sollen die machen? Ne? Ist halt wahrscheinlich echt unbequem. Ich weiß es natürlich nicht, ich bin ja nun kein Mann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es echt unangenehm sein kann, wenn das da so zwickt und quetscht. Das ist bestimmt nicht schön. So, okay, ihr Süßen. Dann habe ich euch hiermit ja diese richtig genial gewordene Hose gezeigt und würde jetzt noch mal im nächsten Video, gleich komme ich noch mal live, ich schleppe jetzt mal alle Stoffe hin und her und werde jetzt für euch die ganzen unterschiedlichen Farbtöne von diesem Stoff hier, von dem alten Vlies, also von dem Wintersweat Double Face noch mal rüberholen und werde auch noch mal die ganzen Wellness-Vlies-Stoffe, die wir jetzt hier gerade haben, wir haben ja auch schon gar nicht mehr alle lagernd, aber die noch im Shop sind, ich werde die einmal rüberholen, dann könnt ihr euch die Farben noch einmal live anschauen und in der Zwischenzeit könnt ihr mal gucken, ob ihr noch was von dem schwarzen Jeans-Stretch-Stoff ergattern könnt. Also, darf ich mal kurz fragen, was du an Stoff für Mittelalterkleidung anbieten würdest?
Ich kann ja gleich mal gucken, aber da haben wir ja auch viele Wollmischstoffe in Naturfarben. Da schaue ich auf jeden Fall auch mal nach. Kannst du mir ja noch mal sagen, was genau du nähen möchtest, Kleider oder einen Mantel oder was genau du da machen möchtest. Okay, so, ich bin gleich wieder da mit ganz vielen Stoffen. Jetzt haben wir ja schon unsere erste Nähstunde hier quasi miteinander gehabt. Sehr cool. Schön, dass ihr alle da seid und live seid. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Und genau, Leinen haben wir auch noch. Leinen, Viskose, Gemisch haben wir da. Sehr cooler Stoff. Und bin gleich wieder da. Und dann machen wir ein bisschen Stoffkunde, Stoffvideos. Und ich zeige euch ein paar von den richtig coolen Stoffen, die wir noch gar nicht wirklich gezeigt haben. Okay, also, bis gleich. Ciao.